Damit blicken wir auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland an diesem Mittwochmorgen. Seit gestern gibt es laut Robert-Koch-Institut 1.256 Neuinfektionen mit dem Virus. Und das heißt, momentan sind rund 16.400 Menschen akut infiziert. Die Zahl der Toten ist um 11 auf 9.313 angestiegen. In den vergangenen Wochen waren es immer deutlich weniger Sterbefälle. Der Reproduktionsfaktor liegt hierzulande im Moment bei 0,84.